Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir GoToBed auf itch.io. Ist for free und ihr könnt es selber spielen, wenn ihr wollt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich glaube, ich habe mal einen Short gesehen oder sowas, aber das war es dann im Endeffekt auch schon. Na gut, hier sind wir ja schon im Menü. Spielen wir mal. Subject A. Okay. Gute Bett. Schön Stuhl. Oh, Pixelgrafik. Wir müssen zu Bett gehen, ne? Okay. Machen da hier noch schön Fenster zu. Was ist das hier? Alarmanlage. Wir müssen ja irgendwie noch tiefer stehen. Okay, hier ist nichts. Lieber eine Clue oder was? Ah, da ist ja wohl ganz schön dran. Hide Knives. Okay. Zu. Tür ist zu, Fenster zu, Alarmanlage an. Wir haben Messer versteckt. Kann ja nichts passieren. Ah. Did you lock the front door? Haben wir. Ich bin nicht da. Haben wir das Fenster zugemacht? Natürlich haben wir das gemacht. Did you arm the home security system? Ja, hab ich. Oh. Did you hide the knife? Ja, hab ich. Bin ich safe? Und du? Well done. No one will get in. Next situation. Ah, hier. Yeah, easy. Situation 2. Subject B. Also sind das jetzt verschiedene Situationen, die ich jetzt sicher kontrollieren muss. Na gut. Das sieht ja ein bisschen messier aus hier. Das ist ja ein bisschen easy hier, ne? Fenster zu. Was ist denn das hier? Eine Luke nach unten oder wie? Fenster zu. Das ist gut. Easy. Schrank. Sitzt jemand im Schrank drin? Lock the door. Easy to. Security System? Was ist denn hier? Fernseher. Die Grafik, die tut ja einen auch in den Augen weh. So. Ja, haben wir doch alles easy. Ja. Hier, das Messer verstecken. Alte Knives. Okay. Nicht, dass da der Killer ja auf doofe Ideen kommt, ja? Was ist denn hier mit der. Mit dem Ding hier? Nicht irgendwelchen Scheiß draufstellen. Die Kellertreppe gefällt mir nicht. Okay, hier. Ich glaube, das war's. Ist der Haus secure? Ja klar. Easy. Ah ja, sure, yes. Gut. Ha! Also wahrscheinlich hier noch so ein zweiter Versuch, um zu sehen, ob wir das da hinkriegen. How did I get here? Oh,
Club, wenn du hier wohnst, dann brauchst du doch keine Angst haben. Sind wir hier in der Fleischerei oder was gelandet? I need to leave now. Das Zimmer hier. Locked. Was ist. Ah, hä? Boah. Jetzt wurde ich nie gelandet. Hier liegen überall die Töten rum. Scheiße. Kommt doch bestimmt gleich der Jumpscare raus. Ah, ja. Pick up key. Na, jetzt ist auf jeden Fall die Musik weg. Und der Jumpscare gleich. Oh nee. Okay. Find a way out. Scheiße, jetzt haben wir. Jetzt kriegen wir keinen Weg raus. Scheiße. Wir sind da jetzt die Personen, die da unten drin. Boah. Was? Ich denke nicht. I should check for an alarm before. Ach, hier ist der Alarm. So, maybe I can cut the wire with something. They put away anything useful. Scheiße, jetzt haben wir. Okay, wir sollen jetzt wieder nach unten gehen? Wie sind wir nicht hier reingehen? Oh nee. Scheiße. Das ist jetzt interessant. Da waren wir jetzt hier der Böse gewesen im zweiten Versuch, ne? Das ist ja mal ein bisschen interessant gemacht. Return to Menü. Ja, das probiere ich mal jetzt nochmal aus. Dann machen wir mal. Knobeln wir mal so das zweite Level komplett. Aber was passiert denn jetzt, wenn wir das erste Level machen? So. Ah. Es ist aber auch ein bisschen gemein gemacht, ne? Genau. So, zap, hätte vergessen. Was passiert denn jetzt? Haben wir umgelegt. Es ist jetzt eigentlich sehr interessant. Nicht schon sagen. Hab ich doch. Tür ist zu. Das schöne Klopfen. Und wenn es so wirklich so nachhalt wie in echt, dann finde ich das richtig gut. Fenster ist zu. Bitte safe. Did your arm is a home security system? No. Was passiert nicht so? Oh oh. Subject B. Okay. Go to bed. Was passiert denn jetzt, wenn wir nichts machen? Das ist halt jetzt der springende Punkt. Ja. Kommt jetzt eh nur an? Ja, klar. Das ist jetzt sicher. Natürlich sind wir sicher. Gut, next situation.
Subject C. So, go to bed. Können wir jetzt entkommen? Ah. Jetzt kommt vielleicht der Jumpscare, uns da ein bisschen zu verarschen. Wir hatten so viele Leichen rumliegen im Keller. Die Leiche im Keller. Ganz genau. Jetzt kommt vielleicht der Jumpscare, weil ist ja klar, beim zweiten Versuch soll man da nicht einfach so rausgehen spazieren können. Oh. Nee, Jumpscare. Ich seh's kommen. Kommt in die Ecke? Na gut, ja. Aber need to find a way out. Ist ja alles hier. I can sneak out. Oh. Go to bed. Wir haben's geschafft, Leute. Easy. Es war mal lustig gemacht. Nicht viel Aufwand, aber cooles Konzept fand ich. Mir hat's gefallen. Also, wenn ihr da weiterhin solche Spiele sehen wollt, müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Ich sag mal goodbye. Und man sieht sich. Und vergesst nicht, Daumen nach oben und Kommentare zu schreiben. Danke. Ciao.